Also, mein Name ist Karl-Heinz Schmidt und ich bin ein Bernburger Urgestein und mache hier in Bernburg Stadtführung. Ich bin hier in Bernburg geboren und bin hier auch groß geworden, habe diese Stadt in meinem Leben eigentlich nie verlassen. Also wenn wir mit der Geschichte anfangen von Bernburg, da müssen wir ja 243,7 Millionen Jahre schon zurückgehen. Denn da haben nämlich hier an dieser Stelle die Dinosaurier gelebt. Und man hat nämlich Fußabdrücke im Steinbruch von Solwe gefunden. Und damit beginnt die Geschichte von Bernburg. Das ist ja aus romanischer Zeit, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und dann nimmt man an, dass das Kapitel wahrscheinlich draußen gehangen hat, irgendwie so als Abschreckung. Angeblich soll es wohl ein Bär sein und es geht auf Albrecht den Bären zurück. Eulenspiegel war hier in Bernburg beim Grafen von Anhalt. Und wir haben ja hier in Bernburg das größte Denkmal für den Eulenspiegel und das ist unser Eulenspiegelturm. Also wir haben zum Beispiel in den Sommermonaten hier in Bernburg den Mittelaltermarkt, dann haben wir das Stadtfest hier in Bernburg. Im Herbst haben wir dann den Weinmarkt unten auf dem Marktplatz und Ende September, Anfang Oktober, da haben wir dann das Bernburger Oktoberfest. Für die Jugendlichen haben wir auch sehr viel zu bieten. Wir haben nicht nur eine tolle Geschichte, wir haben auch Internetcafés, wo wir einen Zugang zum freien WLAN haben und. Ich würde mir wünschen, dass die Kulturszene hier in Bernburg noch mehr Aufschwung bekommt und dass wir noch mehr Touristen hier nach Bernburg bekommen.